So, hallo und herzlich willkommen hier bei einer total gewaltvollen Folge von Far Cry 3, wo... Dinge passieren. Die nicht passieren sollen. Oh oh. Du hast nichts gesehen. Ich hab doch was gehört. Nein, hast du nicht. Scharfschützen erledigen wir so, da können gehen wir von hinten ran. So eine Hitze. Das ist echt nicht mein Klima hier. Wie sieht's bei ihm hier aus? Nein. So. Ah. Kopf. So. Jetzt haben wir alle ausgeschaltet. Nach 3, 4, 7.000 Versuchen. Zielperson haben wir auch gefunden. Und dann können wir mal den Rest jetzt hier einnehmen. Alles plündern. Und ich glaube, ich tue mir da mal ein bisschen Geld zusammenschreiben für eine neue Knarre, weil die AK, die ist einfach... Die will nicht mehr. Man merkt, sie schwächelt. Sie hat keinen Bock mehr drauf. Ach halt, da ist noch was. Irgendwo. Hä? Wo denn? Das ist doch am Auto der hier, oder? Seltsam. Wenn ich das gute Stück in die Luft jage? Keine Ahnung. Kann ich hier irgendwo rein? Da ist etwas. Nun gut. So. Wo wir uns noch mehr sollten, noch mehr solche. Ich will dauernd auf 9 drücken. So, da. So, da unten sind die nächsten Außenposten. Dann holen wir uns den als nächstes. Und dort holen wir dann auch noch so eine Mission. Genau. Ist ja... Ah, bei Citra sind wir. Gleich da hinten ist das ja, da... Oh. Und ich brauche halt dringend dann halt mal eine neue Waffe, wie gesagt. Die AK, die ist einfach nichts mehr und ich brauche dringend mal ein Reflexvisier. Mit diesem normalen Visier, ich krieg da Pickel. Wie, was? Oh, oh. Straßensperre. Die sind aber auch aufmerksam. Guck mal, wie weit weg ich bin und die sehen mich immer noch. Im Lager funktioniert das nicht so. So, hier ist es. Also, da hinten ist es. Soll ich oben vom Berg? Da, die haben bestimmt einen Sniper da. Da kann ich, glaube ich, selber auch nicht viel rummachen. Ich brauche mal für Sniper mal einen Schalldämpfer. Hallo? Was soll der Schiat?
Und ich hoffe, es ist nicht Biggie Smalls wieder da. Nee, keine Hunde jetzt bitte. Weil Biggie Smalls ist meiner Meinung nach echt ein bisschen zu krank. Ah, hier ist es. Oh, das ist was Großes. Da ist ein MG. Oh, ein Bär haben wir da. Den könnte man wunderbar freilassen. Da ist der Alarm, den kann man wunderbar ausschalten. Da oben haben wir dann den Scharfschütze. Also den Alarm ausschalten dürfte eigentlich kein Problem sein. Das werde ich auch zuerst machen, wenn mich keiner sieht. Ich will erstmal wissen, wo er hier lang geht, da vorne. Wenn er wieder umdreht, dann kann ich den Alarm deaktivieren. Dann schießen wir mit dem Pfeil auf das Gehege vom Bär. Der kommt jetzt nicht hier rum, oder? Doch, der kommt da vorne rum. Scheiß Rebellen! Wofür kämpfen die überhaupt? Liegt das an mir? Oder war da wirklich was? Ich muss leiser sein. Ich warte erstmal, bis das ein bisschen abgeklungen hat. Scheiße. Das Gameplay ist halt echt traumatisch. Tut mir leid. Der läuft im Dingens lang. Der kommt vorne rum. Nichts, Mann. Sicher wieder so eine Verarsche von den Rebellen. Super. Dass die sich nicht fragen. Das ist der Bär. Ich habe schon gedacht, irgendwas ist jetzt wieder hinter mir. Nicht rechts rum. Der macht ja lustige Geräusche. Verdammt, jetzt versammeln die sich alle um den scheiß Alarm. Ich fress einen Besen. Nerv. Komm, verpiss dich. Geh auf deine alte Position wieder. Genau, du auch, du auch. Ja, sehr schön. Nein, nein, nein. Ah, gut. Ganz ruhig jetzt. Psst. Beide gehen hoch. Er steht da hinten. Müssen sich nur umdrehen. Das MG! In Deckung!
Gut. Der ist aber noch hinter mir, gell? Oh ne, er ist weg. Und den Bär haben wir auch nicht gebraucht. So, da haben wir etwas. Fähigkeitspunkte erhalten, na Gott sei Dank. Hat sich immerhin gelohnt. So, eine Speicherkarte haben wir drin, sehe ich. Na, nimm. Das nimm auch. Haben wir jetzt genug Geld für eine neue Waffe? Bitte. Oh, nichts auffüllen. Ich tue jetzt erstmal Sturmgewehre da. Hier, die will ich. Die will ich haben. Oh. Ja, da waren scheiß Reichweite und Schaden. Das können wir vergessen. Dann spare ich lieber noch und nehme mir die hier. Ich könnte mir, wie es groß ist der Unterschied? Oh, diese nehmen sich nicht viel. Gut, sparen wir noch ein bisschen. So. Der Bär bleibt da, wo er ist. Ne, du? Ne? Nehmen uns hier noch die Muni und den einen Schatz. Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Hä? Da. Wildschweinfetisch. So. Wir haben den Außenposten. So. Ein Medizinmann braucht den Kadaver eines seltenen Blutkommandos. Jagi mit dem Zielort gestellten Bogen. Aber es gibt immer noch Arbeit. Einen, auf die Aushangtafel. Ein Tiger oder was? So, ich muss jetzt mal mehr auf die Minimap gucken, dass ich... Haben wir noch... Ja. So. Herstellung. Haben wir noch? Herstellen, wunderbar. Fähigkeiten. Eins von so und so viel. Was können wir hier? Flinkfinger. Du kannst bis 200 MPs und Schrotflinten um 25%. Na, Sturmgewehre werden wir schneller. Bogenschütze verbessert die Stabilität des Bogens beim Ansetzen zum Schuss. Das ist super, das nehme ich. Bei dem Bogen, den benutze ich doch irgendwie ganz gerne mal. Tatao. So, 100 Meter Sprint, das müssen wir auch bei dem BGJ machen. Na Gott sei Dank muss ich da nicht mehr mitmachen. Meine Aufnahmeteil ist fucking groß, sehe ich gerade. Scheiße. Gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Wow. Ja, machen wir das in der nächsten Folge, ne?